kommt aber noch eine Sache, liebe Geschwister. Und zwar nach dem Sirat. Und wir haben das schon angesprochen. Das Unrecht, was passiert, das wird am Tage der Auferstehung wieder gut gemacht. Wo wird das gut gemacht? Es gibt eine Brücke, die nennt sich Al-Qantara. Das ist nicht As-Sirat. Al-Qantara. Al-Qantara ist eine Brücke, die ist zwischen dem Paradies und dem Höllenfeuer. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, yakhlusu al-mu'minuna minan nar. فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّ وَالنَّارِ فَيَقُصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Die Gläubigen werden am Tage des Gerichts vor dem Höllenfeuer gerettet werden. Die gerettet worden sind vor dem Höllenfeuer, werden auf einer Brücke zwischen dem Paradies und dem Höllenfeuer angehalten. Dort erzählt jeder jedem über das Unrecht, die ein zwischen ihnen gewesen ist. Wenn sie zu dem Punkt gelangen, an dem sie ihr Unrecht, was sie begangen haben, abgeschüttelt haben und von jedem Groll gereinigt wurden, dann erst wird ihnen die Erlaubnis gegeben, in das Paradies einzugehen. Lasst uns über diese Brücke sprechen. Wie heißt diese Brücke? Al-Qantara. Al-Qantara, liebe Geschwister, lasst uns darüber etwas reden. Du hast As-Sirat überschritten. Was denkt der Diener jetzt? Er ist in Sicherheit. Und wenn du Jannah vor dir hast, wir haben ja gesagt, wo ist die Brücke zwischen dem Paradies und dem Höllenfeuer? Dann gibt es dort eine Brücke, an dem Menschen auf dich warten. Subhanallah. Du hast über einen schlecht geredet, gelästert. Dann sagst du ihm vor dieser Brücke, dem du Unrecht angetan hast, verzeih mir. Was wird er sagen? Nein. Lass mich deine Füße küssen. Beschimpfe mich, wie ich dich beschimpft habe. An diesem Tag will jeder nur sein Hasanata. Schau, die Taten, die dich vor dem Reinfallen in die Sirat gerettet haben, werden dir jetzt genommen. Sie werden dir jetzt genommen. Allahu Akbar. Was ist das für eine gewaltige Sünde, Unrecht anzutun, liebe Geschwister? Hört, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, und er ermahnte uns damit, dass wir bloß keinen Fehler machen. Er sagte zu uns, liebe Geschwister, man kanat lahu mazlama li ahadin min irdihi أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. Derjenige, der noch ein Unrecht gegenüber gut zu machen hat, wer seinem Bruder Unrecht hinsichtlich der Verletzung seiner Ehre oder sonst irgendetwas zugefügt hat, der soll schon heute für eine Wiedergutmachung sorgen, ehe der Tag kommt, an dem diese durch Dinar und Dirham nicht mehr möglich sein werden und an dem von seinen guten Taten genauso viel genommen wird, wie sein Unrecht ausgemacht hat. Und wenn ihm keine guten Taten zugeschrieben worden sind, dann wird er